Wie viel Zeit braucht es aus deiner Sicht wirklich, um sich realistisch nebenbei eine Social Media Agentur oder eine Agentur aufzubauen? Ja, die meisten Kunden von uns sind im Angestelltenverhältnis. Also du kannst es so aufteilen, also mehr als 50% sind angestellt. Die anderen 50% teilen sich auf in Studenten, Selbstständige und Menschen, die gerade keiner Arbeit nachgehen, ne? Weil sie zum Beispiel in Elternzeit zu Hause sind oder gerade arbeitssuchend sind oder ein Sabbatjahr machen oder ähnliches. Und das Spannende ist eigentlich, was ich festgestellt habe, ist, du kannst darauf keine Pauschalantwort geben, insofern, dass die Vorerfahrung des Teilnehmers sehr entscheidend darüber ist, wie schnell er zum Erfolg kommt. Und das heißt, jeder Einzelne, der bereits Erfahrung gemacht hat mit Menschen in seiner Arbeit, das heißt also, der war im Verkauf tätig, war in der Gastronomie tätig, in der Hotelbranche tätig, zum Beispiel in der Reisebranche, irgendwie als Stewardess oder ähnliches tätig. Also jeder, der im Service oder im Verkauf oder in sonstiger Support-Kommunikation bereits mit Menschen war, hat es viel einfacher, Kunden zu gewinnen, weil es für diese Person gewohnt ist, mit Menschen zu kommunizieren und nachher auch zügig in die Akquise zu gehen. Das heißt, die schaffen meistens schon innerhalb der ersten 4 Wochen die ersten Kunden zu gewinnen. Also wirklich Quereinsteiger, keine Ahnung vom Thema, keine Ahnung von der Technik, weiß nicht, wie das Geschäft funktioniert, weiß nicht, wie man eigentlich richtig verkauft. Die gehen sofort durch die Decke innerhalb der ersten 4 Wochen. Der zweite Teil von Menschen bei uns an Teilnehmern, die sehr schnell, also auch schon innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen zu Kunden kommen, sind Menschen, die eine sehr hohe Auffassungsgabe haben. Und damit meine ich, dass es einfach Menschen gibt, die brauchen etwas Zeit, eine neue Fähigkeit zu lernen. Die lassen sich auch gerne Zeit, etwas Neues zu lernen. Und es gibt Menschen, die sind sehr schnell im Lernen einfach. Die gehen rein, die sagen, so, das ziehe ich jetzt durch, knallhart und verstehe das dann nachher und weiß, wie das funktioniert und wie das nachher läuft. Das sind meistens Leute, die irgendwie schon mal studiert haben oder generell eine Ausbildung gemacht haben, die auch eine sehr hohe Auffassungsgabe benötigt hat, wie zum Beispiel auch technische Jobs oder ähnliches, wo du einfach viel Neues lernen musst und dir auch merken musst. Die es schaffen auch sehr schnell, Kunden zu gewinnen, weil sie zügig es schaffen, etwas Neues zu lernen und nachher umzusetzen. Und die Menschen, die tatsächlich am längsten brauchen, sind die, die halt entweder keine Erfahrung haben in der Kommunikation oder im Verkauf, im Support, oder Menschen, die kein so hohes Lernpensum haben, also die sich viel Zeit lassen, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu verstehen und nachher auch umzusetzen. Und bei denen braucht es dann meistens ein bisschen länger. Deshalb ist unser Programm auch in 12 Wochen aufgeteilt, das Basisprogramm. Das Folgeprogramm in 6 Monate aufgeteilt, weil wir sagen, okay, innerhalb von 12 Wochen hat jeder, egal ob er schon Erfahrung hat, keine Erfahrung hat, ob er schnell lernt oder langsam lernt, innerhalb von 12 Wochen hast du definitiv, wenn du das umsetzt, was wir dir sagen, mindestens einen Kunden gewonnen. Im Regelfall gewinnen die meisten Teilnehmer 3 bis 4 Kunden sogar in den ersten 12 Wochen für sich.